Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Freelancer begrüßen zu dürfen. Ja, ich habe ein klein bisschen Mist gebaut. Ich habe nämlich aus Versehen durch eine Mission den nächsten Stufenaufstieg erreicht. Und June hat zu uns gesagt, wir sollen in das System Cambridge fliegen und sie dort auf einer Station treffen. Ich bin gerade auf dem Weg in System Cambridge. Und wir sind jetzt hier. Oh, sofort von Gegnern umzingelt. Verdammt. Ja, dann kümmern wir uns um die doch mal noch schnell. Oh, sind das viele. Viele. Ups, das war unnötig. Die Rakete war ziemlich unnötig. Na komm. Mann, ich nehme meine Schilde weg. Gerade eben, als ich euch noch nicht dabei hatte, hatte ich mit den ganzen Kindern hier keine Probleme. Und jetzt machen sie mich fertig. Es liegt nur an euch. Es liegt nur an, da ist er, euch. Kaboom. Das war's. Okay. Wo war ich? Ups, das war eine Mine. Wo war ich stehen geblieben? Wir sind frisch im System Cambridge angekommen. Oh, wir sehen, es ist sehr klein und schnuckelig. Wir sollen auf Planet Cambridge, sollen wir June treffen. Ich würde aber sagen, wir fliegen mal wieder ganz gemein hier außen rum, nachdem wir uns erst noch kurz hier umgeschaut haben, ob es hier eine Station oder ähnliches gibt. Nein? Okay. Wo ist unser Wegpunkt? Da, wir nehmen also den da. Würde ich mal behaupten, ne? Wir klappern schnell die beiden Stationen ab, die da hoffentlich am Ende der jeweiligen Handelsroute liegen. Andocken. Oh, sehr schön blau. Unbekannter Planet. Was haben wir hier für eine schöne Sonne? Medium White. Aha. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich da mal hingeflogen bin zu so einer Sonne. Könnte man ja mal bei Gelegenheit ausprobieren. da hinten scheint es schon mal Nebel aufzubauen. Hier links ist noch ein Asteroidenfeld oder Trümmerfeld. Sehr interessant. Ob wir hier docken können? Planet Sarum. Sieht nicht so aus, als wäre er dockbar. Nein, aber eine Station finden wir hier wenigstens. Aha. Während wir hier docken, können wir hier kurz auf der Karte schauen, was wir hier finden. Planet Sarum und Cardiff Mining Facility. Nach Cardiff wollte ich immer schon mal. In echt natürlich. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich der ein oder andere Schauplatz einer sehr interessanten britischen Sci-Fi-Serie. ja. So. Das habe ich während meiner Mission eingesammelt. Wie gesagt, so ein blöder Reiseunterbrecher hier hat mich dann über die 82.000 drüber katapultiert. Tut mir wirklich leid. Es war wirklich nicht mehr gewesen, als dass June uns gesagt hat, hier... Trent, kommt doch bitte mal nach Hützli Futzli, keine Ahnung, wo sie uns hingeschickt hat. Wie gesagt, hier Planet Dingsbums. Da können wir noch ein bisschen was verkaufen. 5 Stück. Und hier noch 2. Und was will er uns jetzt zum Reparieren aufzwingen? Okay, kein Problem. Kein Problem. Ja. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich, das Level-Up mit einer Handelsroute machen wollte, also mit einem Händler ran. Wie heißt denn das? Dass ich eben Waren nach, hier, Moment, ich habe es auf dem Zettel aufgeschrieben, Engine Components von Glasgow Outpost nach Magellan Station bringen wollte. Wir erinnern uns eventuell, ja, das war ja diese Handelsroute mit 4 oder 5 Sprüngen nur und einem Gewinn von 450, glaube ich. Ja, ich hatte ganz am Anfang für 4.000 oder so 9 Komponenten eingekauft. 5.000, keine Ahnung. Also wie gesagt, 9 Engine Components eingekauft. Bin dort ganz gemütlich hingeflogen und als ich endlich dort war, wurde mein Schiff zerlegt. Mhm. Weil diese Basis plötzlich nicht mehr neutral uns gegenüber war, sondern rot von den Hackers in Besitz genommen. Ich meine mich zu erinnern, dass die auch schon vorher im Besitz der Hacker war, aber die waren da ja noch neutral uns gegenüber. Weshalb die jetzt plötzlich wieder feindlich waren, frag mich nicht, schieß mich tot. Ups, falscher Knopf, sorry.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich wurde wie gesagt zerlegt und hatte meine liebe Mühe, da nochmal irgendwie zurückzukommen. War ziemlich nervig gewesen. Weshalb ich euch das dann nicht unbedingt antun wollte. Oh, Schiffe. Aber die haben wir ja vermutlich schon, ne? Wir schauen kurz nach. Oh, ich habe eben gar nicht nachgeschaut, was er für Handelsware hatte, oder? Ne, das habe ich glaube ich vergessen. Egal. Nix. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Wir sind mittlerweile wieder ein gutes Stück reich. Also 34.000 haben wir. Das ist ein bisschen was. Mit so viel Knete, Big Zaster könnten wir jetzt schön handeln. Skyrail, Level 4. Ich habe hier überall Level 4 drin. Ganzlinger 31,15. Naja. Naja. Moment, Slingshot. 700. 300. Nein, alles langweilig. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Ihr Schiff hat keine Verankerung. Kauf erst ab Stufe 10 möglich. Ja, wir werden jetzt wohl mit diesen Waffen hier vorerst mal bis Stufe 10 auskommen müssen. Wir schaffen es entweder, vorher eine neue Fraktion zu treffen. Die könnte dann eventuell was Interessantes für uns auf Lager haben. Was Neues, Interessantes, Schiff oder so. Ja, Crusader. Oder, nee, ich wollte doch hier abdocken. Oder, das war wie gesagt, Stufe 10 erreichen. Oder eine Fraktion treffen, die, das habe ich schon gesagt, ne? Also entweder Stufe 10 oder eine neue Fraktion. Mein Gott, habe ich das mal langsam. So. Jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Ich schaue nochmal auf die Karte. Genau. Wir können jetzt noch kurze Abschnitte hier hin machen, aber das möchte ich euch gerade mal nicht antun. Was sagen unsere Routen hier? Da ist er, Planet Cambridge. Der Cambridge University vermutlich. La la la. Ptum. Ja. Spannung steigt. Was werden wir hier vorfinden? Ah, da ist noch eine Space Station, die wir noch abklappern können. Cambridge Research. Na, was habe ich gesagt? Cambridge University mit ihrem Research Center, Station. Mit ihrer Research Station. Juni in der Bar auf Planet Cambridge treffen. Genau das stand da eben auch. So, Moment, das ist doch Docking Port 1. Verstanden, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock ein. Ja, zum Dock ein. Waren. Oh, das ist aber schön. Oder auch nicht. Das ist ja nicht wirklich viel Gewinn, den wir hier machen können. Nö. 87 zu 100, zu 200, 70, 80. Ja, oh Gott, das ist ein Gewinn von 200. Nix, überhaupt nix. So, Waffen, kurzer Blick. Nö. Raketen, nö. Na komm. Jo. Alles bekannt. Und los geht's. So. Ja, ich... Lass mich raus. Let me out. Wir geben hier schnell Gas, docken am Planeten. Die Piraten, da soll sich jemand anders drum kümmern. Ich will hier einfach nur docken. Extreme Dodging. Und weg. Ah, komm schon. Ich bin nicht getroffen worden. Ich bin noch nicht. Ja. Ungetroffen gedockt. Juhu. So. Oh, schaut mal, wie schön das aussieht. Hinten immer alles schön grün. Apropos schön aussehen. Wer mal sehen möchte, wie Freelancer ungemoddet aussieht, kann mal bei Scott Manley auf dem Kanal vorbeischauen. Der spielt auch gerade Freelancer. Aber wie gesagt, ungemoddet und der fängt gerade erst bei Mission Nummer 1 an. In der Bar sollen wir June treffen. Wir schauen also noch schnell hier nach. So viel Zeit muss sein. Uah, Diamonds. Wow. 200, 400. Okay, nicht schlecht. Eine Handelsroute von 400 gerade mit Diamanten gefunden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer ist so blöd und okay, wir könnten tatsächlich den kompletten Ladenraum mit Diamanten voll machen. Autsch. Da haben wir nochmal Engine Components. Da ist er, diese verdammte Mactan Base in Magellan. Was regt sie mich so auf?
Fertilizer, das ist auch nichts. Food Rations, Aged Fuel scheint hier relativ billig zu sein. Nee, Rot ist auch teuer, dachte ich. Na, keine Ahnung. High Temperature Alloys. Joa, egal. Waffen haben sie wahrscheinlich auch nichts. Nö. Schiffe. Ach, ich habe gar nicht nach den Schilden geschaut. Egal. Da haben sie auch nur das Handelsschiff. Alles schon bekannt. Was hat er nochmal? Ein Frachtraum 125. Wow. Kostet nur 23. Sollen wir noch kurz zur Handelsmission fliegen? Nee, okay. Moment, falsch. Wir wollten ja zur Bar. Los geht's. Ladies and Gentlemen. Ton, Kamera, Action. Hey. Ich habe Hi. mich schon gefragt, wann Sie kommen. Haben Sie Quintin gefunden? War mal Das ist halblang. merkwürdig. Der gute Doktor ist verschwunden. So wie die anderen. Nein, eben nicht. Er hat eine Spur hinterlassen, aber ich brauche Ihre Hilfe, Trent. Machen Sie Brotkrumen? mit? Lass mich mal kurz. Okay. Irgendwann zuerst lesen. Deshalb Verdammt. bin ich hier. Ja, Zählen Mist. Sie auf mich. Ich wollte eigentlich jetzt noch gerade lesen, was da Was stand. wissen Sie über Xenoarchäologie? Nicht viel. Nix. Warum? Dann überlassen Sie das Reden mir und halten Sie unbedingt das Artefakt versteckt. Ich will nicht, dass es nochmal so läuft wie in Manhattan. Sonst noch was? Ja, bringen Sie die Flasche mit. Die was? Achso, die Flasche. Andromedarischer Wein. Sehr Nein? nett von Ihnen, uns so kurzfristig zu empfangen, Mr. Vance. Als es in Ihrer Mitteilung hieß, Sie und Dr. Trent seien vom Hemmer Research Institute in Liberty, konnte ich kaum ablehnen. Es kommt schon mal vor, dass Dr. Quintain einen Termin verschwitzt. Selbst wenn es um die Finanzierung geht. Das Er ist verstehen wir tot. vollkommen, ist ja schon lange her. Ich bin froh, dass mir die Universität Ihre Adresse gegeben hat. Ich arbeite oft für Dr. Quintain, transportiere Leute und Ausrüstung zu seinen Forschungsstätten. Zu In der seinen Regel kann ich ihn Häusern. finden. Sie meinen, Sie wissen nicht, wo er ist? Er weiß nicht, wo er ist. Er hat sich seit Wochen nicht blicken lassen. Wahrscheinlich Kick. forscht er draußen. Er sagt nicht immer Bescheid. Nicht mal Schön. Dr. Sinclair weiß, wo er steckt. Sie haben doch bereits mit ihr gesprochen. Wer ist Nein. Sinclair? Sie macht schon seit Jahren Feldstudien für den Professor. Tatsächlich? Oh, Würde es ihr was tatsächlich. ausmachen, wenn wir sie aufsuchen? Nein, Surprised. Wissenschaftler freuen sich über Finanzierungen. Und über ein wenig Anerkennung, versteht sich. Natürlich. Wir Wo haben hält sich Dr. 34.000 Sinclair Credits, zurzeit auf? die wir bei euch finanzieren könnten. Prag. Aber leider kann ich ihr keine Nachricht schicken. Das ist zu weit weg. Hat er gerade Okay, Prag wir werden Sie gesagt? aufsuchen. Sie waren eine große Hilfe, Mr. Vance. Danke. Ich glaube, Dr. Sinclair wird sich freuen. Letzte Woche gar nichts, diese Woche Sie und die Rheinländer. Whoop. Welche Rheinländer? Vom Museum in Neu-Berlin. Die waren auch sehr an Ihrer Arbeit interessiert. Sie haben sie New knapp Berlin. verpasst. Oh Dann oh. schnell, besorgen Sie, was Sie brauchen und wir treffen uns im All. Fertig. Und nicht trödeln, Jo, Doktor. fertig. Go, Bestimmt nicht. go. Go, Akademiker. Akademiker. Nichts gegen Akademiker hier, ja. Ja. Go. Fisch. Ja, komm, frisch ab. Yeah. Junior hat einen Hinweis erhalten, vielleicht Aufenthaltsort, Xeno-Artefakte, nicht um einen LSF, Vergütung, nix. Ich hasse Das hat kostenlose ja Missionen. gedauert. Wir Was? dürfen keine Zeit verlieren. Das Los hat geht's. gedauert. Sonst noch was? Ich war sofort da. Puh. Komm her. Würde. Würde, Mieze. Würde, June. Ich treffe sie nicht mal. Mann! Muss ich da hinziehen, um sie zu treffen? Egal. Los jetzt. Booster! Da komme ich doch gerade. Ah, dann werden wir wohl F6. Schon Nach hier Stunden weg abdüsen. sein. Das ist Wir gut. müssen Sinclair vor Ihnen erreichen. Ja. Ich habe die Sternkarte studiert. Sprague ist ein ferner Planet im Omega-3-System, nicht allzu weit von hier. Hat Vielleicht hilft uns Dr. Sinclair, mehr über dieses Artefakt herauszufinden. Sie jetzt Prag oder Sprague gesagt? Naja, wir werden es. Ross Planetoid. Ah, das ist dieses Ding da mit dem schönen Gürtel. Anfliegende Schiffe hier in Norfolk. Hallo. Ihre Flugbahn zeigt, dass Sie zu den Omega-Systemen fliegen. Ja. Sie sollten wissen, dass die Spannungen zwischen dem Bretonierreich und Rheinland eskaliert sind. Oh. Ein militärischer Konflikt ist nicht auszuschließen. Tja. Roger Norfolk. Unser Ziel ist Sprague in Omega-3. Wir wollen kein Rheinland-Territorium anfliegen. Verstanden. Keine Berichte über Rheinland-Aktivität in diesem System. Norfolk Ende. Okay. Moment. Wir nehmen diese Handelsroute. Sie fliegen vor Trent. Doch geradeaus, schade. Von da komme ich doch.
Ah, doch die, okay, gut. Nee, von da komme ich noch nicht. Dann wird hier hinten aber wohl auch nichts anderes zu finden sein als ein Docking-Port, wollte ich jetzt schon wieder sagen, ein Jump-Gate. Beim Konflikt mit Rheinland dreht sich alles um diese verdammten Xeno-Artefakte. Mhm. Haben Sie gehört, dass Präsidentin Jacobi die Königin dazu bringen will, alle Artefakte in Bretonia zu verbieten? Sie hat sicher ihre Gründe. Die Queen. Die Queen. Ob die zufällig auch Elisabeth heißt? Tja, Leute, ich sehe leider weder die Hand vor Augen noch sonst irgendetwas. Wir werden langsamer. Da ist das Sprungtor. Sie zuerst, Trent. Jupp. No prop. Boost. Überlegt euch mal, ihr fliegt hier mit Affenzahn in Richtung dieses Sprungtors. Seht es erst zu spät, könnt nicht mehr rechtzeitig bremsen und fliegt voll kann rein. Autsch. Es gibt garantiert eine Beule. So, jetzt würde ich aber in dieser Folge gern noch ein bisschen mehr erfahren als nur Flieg von A nach B. Das ist ja wieder total langweilig, das da. Neues System? Wir schauen mal schnell auf die Karte. Aha, sehr gut. Die Sternkarte beschreibt Sprague als unbewohnte Welt ohne Handelsroutenanschluss. Omega 3. Wir müssen von hier nach Freihafen 1 und dann durch das offene Weltall fliegen. Verdammt, da war was drin, das war kaputt gegangen. Naja. Wir müssen die Handelsroute nehmen. Sie müssen die Handelsmanöver benutzen, um sie zu aktivieren. Echt? Als wäre es meine Frau. Als wären wir ein altes Ehepaar. So. Sieht nicht gut aus für euch. Oh, da ist aber ganz schön was los. Was ist das? Ist das Freihafen 1? Hier müssen wir die Handelsroute verlassen. Anfliegende Schiffe. Beachten Sie, die Rheinwehr hat Blockaden in Omega 7 errichtet. Omega 7, wir sind Schiffe hier in Omega 1. Schiffe dürfen Raum nicht durchqueren. Nee, Omega 3. Alle Handelsschiffe müssen bis zum Ende der Krise in Freihafen 1 bleiben. Oh, ich will Freihafen da rein. 1. Wir sind auf dem Weg nach Sprague und bringen einer archäologischen Expedition Nachschub. Haben Sie Rheinlandschiffe in dem Sektor entdeckt? Negativ. Aber Sprague liegt außerhalb unserer Patrouillenrouten. Wenn Sie angegriffen werden, können wir nicht helfen. Verstanden. Danke für die Warnung. Trent, ich habe die Koordinaten für Sprague in Ihr Neuralnetz geladen. Los jetzt. Ich will da docken. Andocken nicht gestattet. Andocken nicht gestattet. Andocken verweigert. Oh, komm schon. Okay. Ohne Anschluss an. Okay, verstehe. Nice. Wo ist der? Aha. Planet Spragur. Interessant. Die Situation gerät jetzt außer Kontrolle. Eine Blockade in Omega 7? Rheinland verstößt offen gegen den Bormann-Vertrag. Gegen den was? So nah war ein offener Militärkonflikt in den Kolonien nicht mehr seit dem 80-jährigen Krieg zwischen Rheinland und der KGS. Kann mir bitte jemand erklären, weshalb wir zuerst da hochgeflogen sind? Der Grabung. Ich erhalte noch kein Signal. Wahrscheinlich müssen wir näher ran. Ja. Prag Docking Ring. Sieht aus, als wäre hier da. Irgendwas kaputt noch kein gegangen. Signal. Ich gehe mal aus dem hier raus. Gibt bestimmt gleich Ärger. Ich rieche es schon. Die Spannung steigt. Geschafft. Sie docken zuerst an Trent. Okay. Wo kommen die denn her? Ausscheren und angreifen. Oh, puh. Tja, Leute. Huppa. Das ist mehr als tödlich, das da. Schauen wir mal, ob wir den Kampf noch hinbekommen. Die! Stirb! Perfekt, hat jeder getroffen. Eine Panzerung wird schwächer. Stirb! Oh, haben die Waffen, ey, wow. Mit den Waffen hätte ich gerne was. Das ist der nächste. Der ist auf June. Das ist gut. Und mir wieder nicht schön. Wow! Halb gut. Komm her. Wow. Shit. Komm schon. Das geht alles.
Ah, Sekunde. F. Oh, das war eine Mine. Oh, das war ein Schild. Gibt der Sack immer noch? June, was machst denn du? Nix. Urlaub. Ist Schule schon mit Gott, oder was? Da einer weniger. Ich habe nur noch eine Schildbatterie. Es ist eures Kritik, das da. Das war ein Kill. Immer noch nur eine Schildbatterie. Wow. Wir müssen auf den Planeten und Sinclair schleunigst hier wegbringen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Sie zuerst, Trent. So. Wir müssen uns beeilen. Und? Ich habe das ungute Gefühl, dass da draußen noch mehr lauern. Ja. Bevor ich jetzt hier docke, beziehungsweise während ich hier docke, bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr wieder einmal bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und oder Likes freuen. Wie es dann auf Planet Prag weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao ciao, euer Ben.